Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Sanctuary Hills und wir haben Durst. Ja, wir werden weiterbauen, wir werden abgehen von der Idee mit dem Todeskrallenkäfig da oben drauf, denn im Baumenü der Größenbalken ist schon wieder fast voll. Ja, und es ruckelt im Moment nicht so stark hier in Sanctuary Hills. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht weil wir uns jetzt schon länger hier aufhalten, erstmal wollten wir was trinken. Aber wo haben wir denn hier eine Pumpe? Ja, auf jeden Fall hat es sich so wohl irgendwie eingespielt. Es ruckelt gar nicht mehr, obwohl hier viel gebaut ist. Also lassen wir mal die Finger von dem Größenbalken und kommen so langsam zum Schluss. Müde sind wir auch. Die Künstler. Da oben haben wir unser Kunstwerk gebaut. Ist das nicht schön? Gerade so bei Nacht. Naja, es wird schon morgens sein. Ja, da schlafen wir erstmal hier bei der Wache. Wenn das Bett frei ist. Und das ist... Ja, was ich ganz gerne dann aber noch gebaut hätte... Geht das noch mit der Zeit hier weiter oder bleibt das so? Ah, es geht weiter, okay. Ja, was ich gerne gebaut hätte noch, so ein kleines Gehege, in dem wir dann Hunde fangen können. So ein Hundegehege, aber das machen wir vielleicht jetzt ganz schnell in dieser Folge. Und da war ja noch etwas mit dem Raketengeschützturm. Da weiß ich aber nicht, ob wir dafür Platz haben noch. So, die Käfige stehen hier und was wir brauchen, ist natürlich Energie später. Aber erstmal brauchen wir ein Gehege hier drumrum. Wobei, Moment mal. Ja, hier haben wir auch schon die Hundehütte. Ja, das ist nämlich hier so bodiger, so ein bisschen erdreich und so. Ein Hund, der gräbt ja vielleicht auch ganz gerne mal, obwohl er ist ja kein Maulwurf. Also... Ja, wir können sie ja hier fangen, die Hunde und Maulwurfsratten. Vielleicht vertragen sie sich sogar. Ja, so machen wir das. Wir betreten Neuland. Fast. Zäune. Da bauen wir ein paar Zäune drumherum. Ja, wir fangen sie hier ein und lassen sie dann raus. Dann werden sie sich freuen, wenn das da nicht mehr so... betonartig ist unter ihren Füßen. Das ist keine gute Idee, was ich hier vorhabe. Wir machen das lieber so. Ja, Zäune haben wir noch nicht so oft was mitgebaut. Aber es geht auch. Na klar, alles geht.
Perfekt. Das passt sogar. Na, was haben wir denn hier noch? Einen Katzenkäfig. Das, die Katze. Brauchen wir denn eine Katze hier? Ist das für die Moral gut? Chance bei Versorgung mit Energie, eine Katze einzufangen. Zum Freilassen der Kreatur, Energiezufuhr unterbrechen. Aber was die kann, das wissen wir noch nicht. Ist sie gut für die Moral vielleicht? Hund und Katz? Naja, die brauchen wir ja nicht sofort freizulassen. Was haben wir hier sonst noch? Maulwurfsrattenkäfige noch mehr? Und Mutantenhundkäfig, den hatten wir aber noch nicht. Ja gut. Oh, hier haben wir noch einen Gunnerkäfig. Naja, wir haben alles damals ausprobiert. Insekten, Raider, Supermutanten nicht, aber wilde Ghule haben wir auch ausprobiert. Ach, wir wollen ja nicht, dass die sich hier zanken irgendwie. Also, na, das soll so reichen. So, Katze hier, Hund da, nein, Hund hier, Maulwurfsratte da drüben, die Katze dort und ja, die Maulwurfsratten schieben wir hier so zusammen ein bisschen. Da brauchen wir nur noch Energie jetzt. Energie. Haben wir doch noch. Sogar ein- und ausschaltbare Energiepylone, glaube ich, große. Zwei haben wir hiervon noch. Das ist gut. Einmal für die Katz. Oh. Hierhin für die Katze. Und hier für den Hund. So. Von den großen eingeschalteter Energiepylonen, da haben wir sogar noch mehr davon. 6 Stück. So nämlich. Ja, und schon machen wir es wieder unordentlich hier alles. So. Dann schauen wir mal, ob die Käfige auch alle mit Strom versorgt sind. Ja. Und die Katze und der Hund auch. Okay.
Ja, schön, unser Gehege hier. Ich glaube, das kommt besser, wenn man das... Okay, das sieht, glaube ich, besser aus, wenn man von oben vielleicht ein Bild macht davon nachher. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was können wir denn hier noch Schönes machen? Soweit bis hierhin sieht das alles gut aus. Ja, und den... Entschuldigung. Den Todeskrallenkäfig, die Idee lassen wir dann wirklich. Ja, aber was machen wir dann hier aus den ganzen Pfeilern hier? Der Bär ist super. Ja, was machen wir dann jetzt daraus? Ha. Ob wir das so stehen lassen können? Ob wir da noch was etwas drauf bauen können. Wir wollten nichts mehr bauen. Wenn überhaupt noch, dann einen Raketenwerfergeschützturm. Ja, das bleibt jetzt so. Schauen wir mal, was sonst noch so fehlt. Hier waren wir ja schon emsig. Alles sicher. Niemand kann hier mehr raus. Also runterfallen ist nicht. Aha, hier fehlt Energie. Dort fehlt eine Wache. Was ist das? Ach so, eine Statue. Ich dachte, warum steht hier jemand? Hier ist auch nochmal ein Energiefehler. Mangel. Ah, da ist sogar schon ein Dach drauf. Ja, doch ein bisschen was müssen wir hier noch machen. Also fertig werden wir wohl nicht ganz... Ganz zufrieden werden wir noch nicht sein am Ende dieser Folge. Oh, hier wird man aber schön dekorieren können mit Tischen und so. Ein paar Puppen haben wir ja schon hier stehen. So, mit der Energie sind wir bis hier gekommen also. Mhm. Was ist das? Ein Mutantenhundekäfig. Achso. Sturgis überlegt sich immer noch. Tja, das ist wohl kaputt, Sturgis. Kannst ja noch eins bauen, du hast ja die Pläne, oder? Ach, wir könnten ihn wirklich woanders hinschicken. Praktisch, gut zu wissen. Ja, das wollen wir aber nicht. Nee, nee. Ja, eher mit der Energie gucken wir mal. Wie bekommen wir Energie jetzt noch weiter hier rum?
Da drunter, dahin, dahin, innen oder außenrum? Außenrum bin ich dafür. Außen stehen auch die Scheinwerfer. Also gut. Frisch ans Werk. So. Oh. Hier werden wir gar nicht so gut dran vorbeikommen. Vielleicht nur von oben. Ja. Was dann bedeutet, wir müssen hier irgendwie raufkommen, hier rum, darum wahrscheinlich. Dann ist es oben, hoffe ich mal. Dann hier drauf. Oh, und das geht nicht. Doch, das geht doch. Geht nicht, gibt's nicht. So. Na, da gehen wir doch nochmal innen rum, aber Energie werden wir wahrscheinlich hier an dieser Stelle auch eher innen brauchen. Nee. Ja, das hätte man einfacher haben können, wenn man einfach oben quer rüber gegangen wäre. Na, aber so ist das auch schön. Naja, selten. Selten ist es. Ein Lämpchen in die Ecke.
Ach, richtig. Ah. Da hätten wir uns beinahe aufgespießt hier. Ja, man müsste den Boden irgendwie noch angleichen können. Na, egal. Unsere größte Sorge ist da oben. Die Energieversorgung. Ja gut, wir gucken, jetzt sind wir einmal hier, dann gucken wir, dass wir hier schön nach oben kommen irgendwie. Ach was, hier auch noch. So, da müsste doch das Licht hier oben schon leuchten. Jep, da leuchtet's. Die Lampe braucht Licht. Na gut. Irgendwie schaffen wir das schon, hier Strom hinzubekommen. Na, bis hier sind wir ja schon. Darüber. Das bedeutet dann, wir müssen also hier wieder runter und da drüben wieder rauf, damit es schön aussieht.
Ja, von hier aus kann man das nicht setzen, glaube ich. Da muss man schon wieder nach unten. Oder. Ja, wird man wohl nach unten müssen. Genau auf dem... Da hatten wir aber Glück. Das würde sonst bestimmt anders aussehen. Oh, das ist hoch. Die guten alten Betontreppen. Die sich hier jetzt im Moment nicht setzen lassen, aber hier. Na, das reicht doch von der Höhe. Dann bauen wir uns wieder ein Gerüst, damit wir das auch hinbekommen jetzt. Was? Warum? Warum werden jetzt schon welche gebaut? Wir haben doch so viele davon gehabt. Haben wir die irgendwo stehen gelassen? Vor kurzem hatten wir doch so viele davon. Ha, da sind sie. Oh mein Gott. Ach, geradeaus geht auch nicht mehr. In die Richtung geht auch nicht mehr, oder hier lang? Und so sollten wir aber überall dran kommen. Also hier müssen wir jetzt irgendwie noch rum. Dann sollten wir versuchen, geschickt das irgendwie hier noch dran zu bekommen. Haha, es passt nicht. Das muss doch passen. Falscher Winkel hier vielleicht. Ich fürchte, das müssen wir bei Tageslicht mal machen. Ja. Das Kammermäuse zu beobachten erweist sich als sehr interessant. Ein faszinierender Ort. Ja, schön am Leuchten und am Blitzen, am Funkeln ist er. Immer noch kein aufbereitetes Wasser hier. Also eine Runde schlafen. Na, können wir denn nicht schneller schlafen? Na okay, 5 Uhr reicht. Ach, da geht's doch jetzt.
Ah, guck an. Die Bank wird sofort genutzt. Kein aufbereitetes Wasser hier. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja, richtig, Grey Garden. Wie viele Siedlungen wir noch vor uns haben. Oh. Ist uns hier irgendwo... Ja, wir haben einen Hund gefangen. Das ging ja schnell. Das ist mal kein Strom. Das gefällt mir nicht. Hoffentlich fangen wir dann bald eine Maulwurfsratte und... Ja. Ich bin dafür, wir fangen dann nachher eine Maulwurfsratte und lassen den bissigen Mischling. Wir verlassen uns da nicht auf unsere Beta-Wellenemitter. Wobei ich sagen muss, wir sind jetzt schon eine ganze Weile hier in Sanctuary Hills und es kam weder ein Angriff, noch sind irgendwelche Teile ausgefallen. Das Einzige, was ist, wir bekommen auch kein Wasser. Und die Moral? Ja, die Moral, naja, liegt jetzt bei 73. Hey! Hundi kann die Tür öffnen! Oder waren wir das? Aber doch nicht im Baumenü. Tut mir leid, du kommst da nicht raus. Du bist zu bissig. Zu bissig ist er uns. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir gucken mal, dass wir jetzt bei Tageslicht hier bessere Chancen bekommen. Um hier noch etwas anzubasteln. Ah, wir brauchen... Ah, wir müssten ein Stück weiter rausgehen können noch. Ist das überhaupt der richtige Ort? Ja, hier. Ja, jetzt sehen wir auch was. Sehr gut. Ja, und nun? Es geht ja nicht. Ah, da brauchen wir noch eine Planke. Leider passt ja keine Planke mehr. Aber hier, das könnte schon reichen. Aha, so geht es doch. Ja. Das bekommen wir hin. Es muss nur manchmal die Entfernung auch stimmen. Da! Oh! Jetzt aber schnell. So, dann können wir das doch jetzt ganz schnell hier alles rumbauen. Das heißt, das bauen wir mal da drunter. Wer ist da vom Dach gesprungen? Sheffield?
Ja, das wird jetzt hier nochmal so ein bisschen tricksen. Müssen wir hier nochmal für das da dran bekommen. Haben wir hier Platz noch? Ja. Das geht. Da. So nämlich. Ich glaube, da hinten ist aber immer noch ein Licht. Also können wir hier ruhig nochmal so ein bisschen was drunter bauen. Ja, da müssen wir nachher mal sehen, wie das mit dem Kabel hier klappt, wie weit wir da gehen können. So. Ach, so weit können wir hier gehen? Ja, dann hängt es aber durch. Das ist nicht so schön. Oh nein. Das ist gar nicht Sheffield. Endlich, wir haben den lächelnden Larry wiedergefunden. Haben wir das zu verdanken? Er ist einfach vom Dach gesprungen. Da ist Sheffield. Der lächelnde Larry. Ja, sollen wir dann nochmal einkaufen gehen? Jammel Carla ist nicht da. Ah, nee. Eins nach dem anderen. Erstmal sorgen wir hier für Strom ringsrum. Da unten haben wir doch Strom. Schon. Na, aber oben. Schönen, schönen Strom. Wir gehen ja total falsch. Wir hätten... Naja, egal, wir können hier rüberspringen. Schwupp. Ja, da müssten unsere Siedler aber richtig zufrieden sein bei dem, was wir hier so bauen für die. Ja, und hier wird's knifflig. Oder können wir das hier... Ja, es geht eigentlich ziemlich weit bis an die Ecke hier. Das
So viele Kabel. Na, wer findet sich denn da nachher noch zurecht hier mit den vielen Kabeln? Das bekommen wir nie drumherum gebaut. Aus diesem Winkel wird es schwierig. Aber vielleicht muss das an dieser Stelle auch gar nicht nach oben geleitet werden. Das ist eine ganz andere Stelle, glaube ich. Hier fehlen auch noch Türen und so. Oh, wir sind noch nicht ganz durch. Also hier fehlt noch eine Tür zum Beispiel. Na also, Firm von Nachos schon. Aha, ich sehe schon. Aber wo war denn der andere? Ach hier, ganz in der Ecke. Oh ja, das wird nicht einfach dahin zu kommen, aber machbar. Oh, und da oben braucht es auch noch Strom. Ja gut. Ach komm schon, müssen wir das hier abbauen, wirklich? Damit wir da besser dran kommen. Ja, aber wie geht es jetzt weiter? Wir wollen ja darüber mit dem Strom. Ach, da müssen wir einmal hier entlang. Am Geländer. Geht aber auch besser von vorne. Und von vorne geht's nicht besser, weil da der Baubereich wieder vorbei ist. Ja, also wenn wir irgendwo rauf wollen, dann sollten wir das hier versuchen. So ungefähr hier. Ja, ist doch mehr als ich dachte. Die ganzen Verbindungen. Ah. Ja, ich sehe schon, das wird hier nicht so einfach. Welchen Sinn soll das jetzt ergeben? Naja, wenn wir hier in der Ecke mal Strom brauchen, dann haben wir es schon alles vorbereitet. Viel wichtiger wäre es, dass wir hier jetzt irgendwie noch die Stromleitungen dran bekommen. Also ungefähr so, aber wenn wir das hier wegnehmen kurz. Ja.
Also nicht ganz so wie gewünscht, wie man sieht. Ach, da ans Gebüsch haben wir das gedrangeschraubt. Wie machen wir das denn jetzt hier? Ja, normal ist es. Ach so, von da aus vielleicht? Ja, von da aus. Das könnte besser gehen. Oh, nein. Oder von unten aus direkt. So, von hier aus. Aha. Millimeterchen fehlt. Das war gerade schon grün an der Stelle. Wir müssen ja um die Kurve kommen. Ach, sonst. Das geht schon. Aha. So, so. Ja, da kommen wir doch hier schon mal weiter. So nämlich. Aber hier fehlt noch was, damit wir um die Kurve kommen. Zu glauben. Es klappt nicht. Oh, was haben wir denn hier gebaut? So in der Luft schwebend. Ist ja auch schön. Aber Maulwurfsratten kommen da drunter her. Ach, und hier die ganzen Hintergärten. Ach, da sind wir aber noch lange nicht fertig hier. Ja, dann müssen wir den größten Balken ja sowieso noch mal arbeiten irgendwie. Ah, von hier aus könnte es gut gehen. Oder etwa nicht. Also schön. Gut ist was anderes, aber ich habe gesehen, dass es grün war, auf jeden Fall. Hehe. Ja, da. Komm schon. Komm schon. Nur lass dich doch mal dahin platzieren. Oh, da. Jetzt. Wir sind vielleicht zu ungeduldig. Das muss doch klappen. Jetzt aber. Lass dich platzieren. Na, da. Ja, dadurch nicht. Ja. Müssen wir uns da wirklich was anderes einfallen lassen? Für dieses kleine Stück? Hm. Sollen wir es doch unten drunter her und dann wieder darauf? Kriegen wir das denn da überhaupt drauf? Das ist die Frage. Ja, es könnte klappen. Gefährliche Lücke hier übrigens. Aha.
Ja, es hilft alles nichts. Wie gesagt, da müssen wir doch noch einmal hier aufräumen und den Größenbalken wieder entleeren. Kaum zu glauben. Es will nicht. Du, 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 du. Dann gehen wir einmal andersrum. Auf unser Gerüst. Nein, wo, da ist es doch. Ich dachte, von hier aus kommen wir jetzt auch nicht dran, aber kein Problem. Wo ist denn das andere Teil? Ach, das ist nur noch dieses... Ah. Ah, okay. Oha, aber wo muss das jetzt rum, damit wir nach oben kommen? Ja, da müssen wir wieder von der anderen Seite gucken. Oh nein. Oh, da kommen wir ja schnell hin. Moment mal. Oh nee, das ist aber nicht schön. Ja, wir müssen ja auch bis an den Baubereich, bis an die Grenze bauen. Alles ausnutzen, was geht. Aha. Ja, das geht nicht. Ach so, da drüben ist eins. Ah. Das muss dann irgendwie... Das könnte doch auch darüber. Wir können nicht fliegen. Nein, Moment, doch von oben. Ja. Oh nein, was ist hier? Das haben wir gleich. Wofür haben wir dann das Gewurstel da unten drunter gemacht? Bitte. Ach so, wir müssen noch einmal nach... Ja, okay. Einmal müssen wir... Eine Verbindung fehlt noch. Eine Verbindung bitte noch. Und zwar muss das jetzt irgendwie nach unten gebracht werden. Nicht so weit runter. Oh. Da ist noch eins. Oh. Ja, das muss dann weiter. Kann man das nicht baumeln lassen, damit man sieht, wo das ungefähr ist? Das müsste man sich dann schon merken. Genau die Mitte hier von dem... Von der Mitte. Aber von unten sieht das ja alles ganz anders aus. Wenn wir da sind... Na, ah, das bekommen wir schon hin. Oh nein. Oh nein, das sieht von unten ganz anders aus. Ist das jetzt hier gewesen oder doch eher hier? Ich tippe mal auf das hier. Oder vielleicht sogar das? Nein. Ich glaube, es war genau hier. Warum ist das so verwurstelt hier in der Ecke?
Da ist es, ja. Ja, genau. Dann müsste entweder, ich sehe es gar nicht mehr, das da, ach da ist es, Gerüstboden, Stromleitung, genau. Es müsste jetzt genau hier hin. Ja, genau dahin. Aber so weit wie möglich nach außen. Sonst kriegen wir es nie hoch. Aber warum geht denn hier jetzt eine Stromleitung nach da drüben? Na, dann muss das da drüben sein. Oder nicht? Mysteriöse Stromleitung. Sehr verwirrend. Ja, da drüben ist schon richtig. Was machen wir denn hier schon damit? Dann kann das eigentlich ganz weg. Dieses Teil. Oh nein, da haben wir jetzt so gefrickelt, dass wir das dort... Naja, aber es geht ja nicht. Oh, hoppla. Ja. Das da... Nein. Auch nicht. Ach, das wäre schon... Nein! Och. Wir müssen hier eine Treppe müssen wir hinbauen. Sonst geht das nicht. Ah, sehr viel einfacher. So. Aha. Oh. Geht nicht, weil er der Brustboden im Wege ist. Ja, das hätte aber so jetzt klappen können. Aber ich glaube, fast so wie das aussieht, können wir das mit dem da oben verbinden, oder nicht? Wenn wir hier jetzt so ein Kabel nehmen, das damit verbinden, dann haben wir immer noch keine Energie da oben. Ich höre es nicht rattern und leuchten sehe ich es auch nicht. Aber warum nicht? Das ist doch damit verbunden und damit da hinten. Oh, das müsste jetzt eigentlich klappen da oben. Na, da fehlt vielleicht noch das letzte Stück. Da! Oh nein, all die Zäune. Wir brauchen auch ein Lagerhaus, so wie du, Andi. Da, auf jeden Fall. Eine super Idee. Man weiß ja nie, was man da so alles noch auf Lager hat. Und beim Lagerhaus weiß man das dann. Moment mal. Ah, das letzte kleine Stückchen. Tada! Wir haben es geschafft. Wow. Ja. Jetzt fehlt hier nur noch ja, das letzte Teil wieder hier rein. So. Und wir kommen weiter. In der nächsten Folge werden wir uns dann da drüben um die kleinen Häuschen und um die Stromversorgung da oben kümmern dürfen. Und jetzt sind wir erstmal... Ja, bis hier hingekommen. Das ist aber schon mal ganz gut. Mir gefällt es. Und von wo aus können wir jetzt ein schönes nebliges Foto... Nebel auf dem Foto möchte ich nicht. Auf dem Thumbnail. Machen wir lieber ohne Nebel. In 2 Stunden ist der Nebel bestimmt weg.
Ja. Und wir haben eine schöne feierliche Abendstimmung. Können wir das nicht von hier aus schießen, das Bild? Ja, okay. Tada, tada. Ja, mit diesem Bild dann diesmal darf ich mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.